Das hat der Jörg wieder so schön gemacht. Ja. Leist ihn mir mal für Tobis Geburtstag. Wieso leihen, den kriegst du geschenkt. Sag mal, wo ist denn eigentlich deine Brut? Übernachtet bei Freunden heute. Ach, dann wissen wir ja, wie es hier gleich weitergeht, ne? Ja, ich räume auf und Jörg geht zu seiner Geliebten. Oh, der war gut. Ja, aber wirklich, Emma. Tschüss, okay. Ihr zwei. Tschüss. Was machst denn du da? Das sind die ganzen Kondome drin. Aber die brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Hm? Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mir ein Baby von dir wünsche. Was ist? Mein Handy. Hast du nicht gehört? Es ist auf Vibrationsalarm. Entschuldige. Ja? Was? Das gibt's doch nicht. Ja, natürlich. Ich bin schon unterwegs. Du, ich muss los. Wie, du musst los? Sag mir jetzt wenigstens, dass dein Haus brennt. Ja, genau. Woher weißt du das? Es tut mir leid. Wir holen das nach. Versprochen. Du schläfst auf dem Sofa. Bitte wo? Auf dem Sofa unterm Dachstuhl. Ich hatte gehofft, wir könnten diesen albernen Klassiker auslassen. Dann hättest du den albernen Klassiker verheirateter Ehemann vögelt mit Kollegin auslassen sollen. Sofa, Dachstuhl. Hier, ich hoffe, du weißt noch, wie das geht. Bin ja nicht blöd. Erwartest du doch auf eine Antwort. War keine Frage. Der Immobilienteil liegt schon oben. Ich wäre sehr froh, wenn du deinen Worten auch Taten folgen lassen würdest. Und bis dahin darf ich mich nur in der Regentonne waschen, oder was? Wenn du innerhalb einer Woche nichts gefunden hast, dann ziehst du ins Hotel. Das ist auch mein Haus. Ja, gut. Dann reden wir auch über deine Hypothek, deine Kinder, deine Affäre, deine Scheidung. Oder ihr beide kriegt das wieder hin und sucht euch in aller Ruhe was Großes Neues, hm? Oh ja. Was Großes Neues, damit was Kleines Neues genug Platz zum Krabbeln hat. Vielen Dank. Moment mal, Jörg. Jörg, wie meinst du das? Warte doch mal. Jörg, halt! Wird das noch mal was in diesem Jahrhundert? Denn das nächste erleben weder Sie noch ich. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Und weichen Sie bitte etwas zurück. Ich werde jetzt meine Geheimzahl eingeben. Dann tun Sie es doch endlich. Das ist nur ein Geldautomat und nicht das Cockpit von der Boeing. Jeden Tag eine gute Tat. Ich war beim Pfadfinder. Auf Wiedersehen. Das wird Konsequenzen haben, junger Mann. Was kann ich für Sie tun? Stopp, nein, Moment. Nichts verraten. Sie wollen sich scheiden lassen, stimmt? Woher wollen Sie das wissen? Sie sind Anfang Mitte 50, hatten heute offensichtlich noch keine Zeit, in den Spiegel zu schauen und befinden sich in einer Kanzlei, die sich auf Familienrecht spezialisiert hat. Logisch, oder? Scheint so. Kein Problem. Sie befinden sich in guter Gesellschaft. In diesem Land werden jeden Tag 1000 Ehen geschlossen und über 500 geschieden. Jeden Tag. Ja, das ist... Also nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte. Aber wenn mir ein Arzt eine solche Prognose geben würde, ich würde mir nicht mehr den Blinddarm rausnehmen lassen. Ja, ich auch nicht, aber ich will... Und von wegen bist das sehr tot. Soll ich Ihnen was sagen? Mit mir nicht. Was das alles kostet. Haus, Hochzeit, Kinder, Scheidung gibt's auch nicht umsonst. Er ist nicht da. Wissen Sie, ich lebe ja davon. Aber... Ist ja toll, dass Sie das alles so im Griff haben, aber ich möchte jetzt wirklich mit Ihrem Chef sprechen. Ja, da werden Sie kein Glück haben. Warum nicht? Moralische Skrupel oder was? Nein. Ja, zu überlaufen. Nein, dritte Scheidung vom Chef. Er kann sich einfach nicht mehr leisten zu arbeiten. Du warst im Gericht? Du offensichtlich auch. Wusste ich doch, dass an diesem ganzen Lass-uns-neu-anfangen-Scheiß nichts dran ist. Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben. Jetzt ist Schluss mit den Spielchen. Das liegt ganz bei dir. Nein, bei dir. Du reichst endlich die Scheidung ein und verschwindest. Damit du das Geld meiner Tante bekommst, sonst noch was. Ja, glaubst du vielleicht, ich mach das? Damit du das Geld nimmst und Anne sich ins gemachte Nest setzt? Nur über meine Leiche. Das ließe sich einrichten. Mmh.
Meine Eltern wissen Bescheid, ihr Abschiedsschmerz hält sich in Grenzen. Dann hoffe ich mal, dass Sie nicht zu traurig sind, wenn Sie mich weiterhin als Familienmitglied ertragen müssen. Warum sollten Sie dich ertragen? Mein Scheidungsanwalt verdaut gerade seine dritte Scheidung. Dann such dir einen neuen. Such du dir doch einen, wenn du so eilig hast. Deine Affäre, dein Anwalt, deine Scheidung. Man könnte fast meinen, du willst dir die Finger nicht schmutzig machen. Stimmt. Glaube ich ja jetzt nicht. Ich kann das erklären. Ich wollte nur. Soll ich überhaupt nicht hören? Es ist alles ganz anders. Lass meinen Bademantel an. Ich zieh ihn aus. So, um Himmels Willen, erspar uns das. Es tut mir leid. Du weißt, was das bedeutet? Iris, bitte. Man wird doch wohl noch duschen dürfen. I can never belong to you. I can never belong to you. Danke. Das ist total. Ich gehe. Das habe ich mir fast gedacht. Und das ist für mich. Setz dich schon mal hin, ich bin in einer Sekunde zurück und dann können wir essen. Essen? Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Jörg, das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich habe doch nicht gewusst, dass du kochst. Ich kam nach Hause und da... Und hast aus reiner Böswilligkeit den Ofen ausgestellt. Und erzähl mir nicht, du hättest nicht gesehen, dass da was drin ist. Ich habe nicht gesehen, dass was im Ofen ist. Wirklich. Ich habe gedacht, Timo hätte wieder vergessen, ihn auszustellen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass... Dass dein Mann in der Lage ist, Hühner zu würzen und für uns und unsere Gäste in den Ofen zu schieben, das ist hart. Das ist verdammt hart. Tu doch nicht so, als würdest du das jeden Tag machen. Nein, tu ich nicht. Aber nur, weil du immer alles an dich reißt. Meine Küche, mein Essen, meine Kinder, mein Haus. Meins, 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 meins. Und... Was gibt es Gutes? Es ist so viel besser als das, was ich hier habe. Erstens ist es nicht besser als das, was du gemacht hast. Und zweitens, stell den Topf bitte wieder hin, sonst passiert noch was. Jetzt darf ich noch nicht mal deinen verdammten Topf anfassen. Hier, was glaubst du, was ich tue mit deinem blöden Topf? Das glaube ich jetzt nicht. Tut mir leid. Das ist jetzt echt peinlich. Sag mal, du hast doch wohl nicht alle Tassen. Ich werde mal eben. Wir haben gestern und knapp das Essen auf dem Boden. Wie verstrahlt kann man eigentlich sein? Das fragst ausgerechnet du? Wer hat denn aus reiner Böswilligkeit den Ofen abgedreht? Es war ein Missverständnis! Das würde ich so nicht sagen. Weißt du, was ein Missverständnis ist? Diese Ehe ist ein einziges Missverständnis. Das hast du ja Gott sei Dank rechtzeitig erkannt, dir eine Alternative gesucht. Du und Botschaften als Vorwurfshaltung sind das völlig falsche Signal an den Partner. Tue ich das, ja? Ja, das tust du immer. Und jetzt der Todesstoß für das halbwegs konstruktive Gespräch. Du und Emma. Hört auf! Hört sofort auf! Das ist ja widerlich. Dabei hattet ihr mir doch versprochen, dass ihr wenigstens für heute... Ach, scheiße! Das ist alles so scheiße! Ich glaube, wir gehen dann besser mal. Ja. Lass uns doch in dieses kleine indische Restaurant gehen. Gute Idee. Das ist friedlich und harmonisch. Ja. Boah, hab ich Hunger. Was gibt's denn heute zu essen? Was wird das hier, wenn es fertig ist? Ich zieh aus. Wie, du ziehst aus? Iris, ich... Tut mir leid, wie das zwischen uns gelaufen ist. Das war... falsch, ja. Wollte ich dir noch sagen. Ah ja, ich habe die Scheidung eingereicht. Nimm du das Geld. Du hast was? Sag mal, bist du völlig irre? Ja. Bisschen mehr Dankbarkeit hätte ich jetzt schon erwartet. Ich bin dir dankbar, Jörg, das kannst du mir glauben, aber das ist sowas von schief gelaufen. Wieso? Ich dachte, wenn ich... Ja, wenn du. Aber wenn du und ich. Sag mal, bist du irre? Ich konnte nicht wissen, dass du auf dieselbe Idee kommst. Ja, aber das ist doch einvernehmlich. Ja. Schöne Kohle landet beim Tierschutzbund.
Unterabteilung Platzschweiß für dich. Ich will meinen Umschlag zurück, und zwar sofort. Ich meine, und zwar sofort. Sie schon wieder. Ja, ich schon wieder. Und diesmal ist es mir ernst. Entweder Sie geben uns unsere Umschläge, oder? Wir holen uns die Umschläge zurück. Notfalls mit Gewalt. Bedrohung einer Beamtin, Nötigung, Einbruchsversuch in den Hauptbriefkasten des Familiengerichts, Sachbeschädigung, Verletzung des Briefgeheimnis, Diebstahl, und dann noch Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Noch Fragen? Nein. Zehner kommt. Schaffst du es noch zur Party? Gut, dass du mich daran erinnerst, die habe ich bei dem ganzen Durcheinander fast vergessen. Auf der Harley schaffen wir es beide noch. Hm? Auf der Harley. Ich erinnere mich nicht daran. War's so schlimm? Und wann fliegst du mit mir? Nach der nächsten Erbschaft. Wie alt sind deine Eltern? Blöder Scherz. Stimmt. Tut mir leid. Es war schön, mit dir zu fahren. Es gibt nichts Schöneres als eine hysterische Frau auf dem Sozius. Warum hast du mir nie erzählt, wie es um die Firma steht? Ich meine, ich bin Unternehmensberater, ich hätte vielleicht helfen können. Ist mies gelaufen, ne? Mhm. Hätte aber besser laufen können. Wir sind einfach irgendwo falsch abgebogen. Ja, ich finde, wir haben gut angefangen, aber irgendwie ist der Spaß auf der Strecke geblieben. Frag mich mal. Ich habe immer nur noch Job, Job, Job gesehen. Wollte unbedingt Partner werden und ich kann nicht mal sagen, dass ich das für uns sein wollte. Es wäre gelogen. Und jetzt? Ist Andi Partner und ich muss mir einen neuen Job suchen. Na, dann kriegt sie wenigstens, was sie will. Nicht direkt. Heißt? Ich habe Schluss gemacht. Das ist jetzt originell. Findet sie auch. Iris, ich würde es anders machen. Ich würde diesmal richtig abbiegen. Darf ich bitten, Herr und Frau Wiedemann? Das ist jetzt blöd. Und tschüss. Sag mal, wo ist eigentlich Philipp? Familientherapie. Seid ihr jetzt wieder zusammen? Wir lassen uns erstmal nicht scheiden und dann. Sehen wir weiter. Genau. Du hast es gehört. Wir doch nicht emotional total verkrüppelt, was? Ja, verlier du mal einen Fuffi. Unsere Kinder haben auf unsere Ehe gewettet. Von mir haben sie das nicht. Von dir natürlich auch nicht. Du bist. Perfekt, wolltest du sagen, ne? Ja, genau. Mhm. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. The song that I could sing, but I could. Aber das Tempo bestimme ich!